Freunde, ja, auf allgemeinen Wunsch einer einzelnen Person, viele Grüße nach Berlin. Und natürlich, weil ich das auch gerne machen möchte, mache ich mal ein Video über den Wasserwechsel, so wie ich den durchführe. Auch hier wieder viele Wege führen nach Rom. Nach mehreren Hin- und Herversuchen bin ich dann zu der derzeitigen Lösung gekommen, wie ich meinen Wasserwechsel mache. Es sind insgesamt, ich sag mal so, 9 größere Schritte, die in vielen kleineren Schritten wieder aufgeteilt sind. Das hört sich jetzt alles ziemlich viel an, ist es aber eigentlich nicht. Es geht relativ zügig. Ich habe mir das nur noch einmal so aufgeschrieben, ganz einfach, weil das jetzt ein Video wird, wo sehr, sehr viele Schnitte sind, damit ich euch jeden Teil wirklich einmal explizit zeigen kann. Explizit nicht im Sinne von lange, sondern dass ich auch wirklich genau zeige, was ich mache und es nicht nur erkläre. Weiterhin werde ich dann auch ein bisschen cheaten. Das heißt, ich werde nicht komplett während des Wasserwechsels alles filmen. Einige Sachen kann ich auch so im Vorfeld schon mal filmen. Also nicht wundern, wenn ich dann durch das Bild laufe und während dieses Videos vielleicht unterschiedliche T-Shirts oder sowas anhabe oder unterschiedliche Zeiten sind. Ich möchte einfach nur zeigen, wie mache ich es, und Den Ablauf an sich möchte ich nicht jetzt zu weit in die Länge zögern, dadurch, weil ich jetzt auch noch nebenher filme, und daher diese Vorgehensweise. Also fangen wir mal an, ne? So, die erste Vorbereitung ist jetzt Licht einschalten und CO2 ausschalten. Da wir uns gerade in der Mittagspause befinden, muss ich natürlich das Licht einschalten. CO2 brauche ich nicht ausschalten, es ist zurzeit ausgeschaltet. Also mache ich mal eben das Licht an. Um im Aquarium arbeiten zu können, nehme ich jetzt die beiden Abdeckungen ab und lasse den Lichtbalken natürlich drin, sonst hätte ich gar nicht das Licht anmachen brauchen. Dafür habe ich jetzt hier oben ein Badetuch auf meiner Vitrine liegen. Da kann ich dann die Abdeckung ablegen. Bei den Arbeiten jetzt nicht so wahnsinnig aufpassen muss bezüglich Wasser, was daneben läuft und so weiter, lege ich jetzt erstmal eins der Tücher, die ich im Schrank habe, vor den Schrank. Ist damit einverstanden? Bobby findet das ganz toll. Machen wir also weiter. Als nächstes werde ich die beiden Handtücher, die kommen später noch ins Spiel, ein bisschen beiseite legen, weil jetzt brauche ich den Tisch. Jetzt bereite ich alles so weit vor, was ich fürs Gärtnern brauche. Im Ganzen schon mein Gärtner-Equipment da. Einmal eine Schüssel für die Pflanzenreste, eine große, eine kleine Pinzette, große Schere, kleine Schere. Und jetzt kommt auch das erste Handtuch wieder ins Spiel. Und zwar nehme ich dann ein Handtuch dazu, um zwischendurch mir mal die Hände abzutrocknen oder wenn irgendwo zu viel Wasser ist, um das mal eben abzutrocknen. Normalerweise schaue ich ja jeden Tag in das Aquarium und wenn ich was sehe, dann mache ich das auch. Nur diesmal habe ich vom letzten bis zu diesem Wasserwechsel wegen des Videos ganz einfach mal nichts gemacht, um euch zu zeigen, welche Gärtnerarbeiten bei mir so anfallen. Das wäre zum einen Pflanzenreste, die sich hier am Filtereinlauf ansammeln. Zum Beispiel haben wir wieder etwas Entengrütze. Bin ich schon seit Monaten dabei, die zu entfernen. Das mache ich dann auch immer, wenn ich die sehe. So, da könnt ihr vielleicht noch eine Ludwigia sehen, die von meinen fleißigen Panzerwölzen wohl ausgegraben wurde. Die muss ich dann jetzt auch wieder einpflanzen. Hier die Regenschirmsimse oder Regenschirmpflanze oder wie auch immer sie heißt. Die bekommt einen neuen Haarschnitt. Und ansonsten schaue ich mal nach, ob noch irgendwo Pflanzenreste rumschwimmen, wie hier zum Beispiel hier unten das Blatt. Ob ich irgendwelche Algen finde, die ich manuell entfernen kann. Und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns wieder. Ja, das Gärtnern beim heutigen Wasserwechsel war sehr überschaubar. Ich habe eigentlich nur die Nadelsimse beschnitten. Es kann auch schon mal vorkommen, dass ich dann etwas vom brasilianischen Wassernabel rausnehme, meine Wasserpest beschneide
oder die Ludwigia beschneide. Je nachdem, da schaue ich immer nach, wenn der Bedarf da ist, und teilweise pflanze ich wieder ein oder wenn die zu klein sind, dann kommen die halt weg. Ja, zu der Nadelschirmsimse, wenn die einer von euch noch auch hat, sobald man die beschneidet, dann findet man tagelang danach immer noch irgendwo Schnipsel, ist aber jetzt nicht wirklich so tragisch. Bevor ich das Wasser aus dem Becken entferne, bringe ich erstmal den ein oder anderen Tropfschutz an. Erstmal am Becken. Diese zwei Klammern, die packe ich jetzt schon mal an den Rand. Und jetzt kommt auch das zweite Handtuch ins Spiel. Und voilà, ich habe dort einen Tropfschutz. Das ist also die Seite, wo ich hauptsächlich arbeite. Ja, dann haben wir hier die zweite Arbeitsstelle, wo ich halt mein Wasser entferne und mir auch das neue hole. Aber auch das wird jetzt vorbereitet mit einem Tropfschutz. Fertig. Jetzt brauche ich auch wieder meinen Tisch, nur der steht da an der falschen Stelle. Passt richtig, aber ich muss den gleich eh nochmal umstellen. Jetzt brauche ich noch meine Behälter, um das Wasser herauszubekommen und zum Abfluss zu transportieren. Nehme ich das Wasser und packe das dann in den Eimer, und da habe ich mir hier die Striche dran gemacht, damit ich immer hier sehen kann, aha, ich habe jetzt 8 Liter rausgenommen. Somit kann ich dann nachvollziehen, wie viel Wasser ich denn tatsächlich aus dem Becken entferne. Ist jetzt nicht wirklich so wahnsinnig wichtig, aber ich habe nun mal die Möglichkeit, das so zu machen. Und für mich spricht nichts dagegen, ein bisschen genauer zu sein. Jetzt gibt es noch 3 kleine Schritte. Der erste ist, ich werde jetzt erstmal den Lichtbalken ganz nach hinten schieben. Und das reicht vollkommen aus, damit ich mit dem Messbecher in das Becken reinpacken kann. Ich habe nämlich schon ein paar Kommentare bekommen bezüglich des Umbaus, dass dort kein Platz wäre oder dass es eng wäre. Eng ist relativ, Platz ist genug da, auch wenn ich jetzt den RGB-Balken ganz nach vorne gesetzt habe. Dadurch, dass ich aber den Balken verschieben kann, wie ich möchte, innerhalb des Rahmens, bis er anstößt, schiebe ich den mal ganz nach hinten, und das reicht in meinem Fall vollkommen aus. Das zeige ich euch gleich mal. Die Vorbereitung zur Wasserentnahme ist durch, bis auf 2 kleine Sachen. Dafür muss ich den Tisch noch einmal ein klein wenig umstellen. Ich schalte jetzt die Pumpe und die Heizung raus. Natürlich schaltbare Steckdosen, eine enorme Hilfe. Jetzt kommt der Eimer auch wirklich dahin, wo er hingehört. So, wie man hier jetzt sieht, hier ist also zwischen der Lampe und dem Rahmen ist genügend Platz, dass ich mit dem Messbecher reinkomme. Und wie ich das jetzt mache, ich gehe also kopfüber mit dem Messbecher rein, lasse ihn eigentlich so volllaufen, drehe ihn im Wasser um, und dadurch verhindere ich, dass dort eine ungewollte Strömung entsteht oder irgendein Sog oder sonst etwas. Dann kommt es halt in den Eimer und ich wiederhole den Vorgang. Das Ganze mache ich jetzt so oft, bis ich die gewünschte Menge an Wasser aus dem Becken entfernt habe. Und das tue ich euch im Video jetzt nicht an. Es werden also am Ende 45 Liter Wasser aus dem Becken entfernt. Wie man jetzt hier sieht, sind 8 Liter im Eimer, und ich habe hier noch einen Block. Das kann ja mal der Postbote klingeln, es kann irgendwas dazwischen kommen. Eventuell filmt man das Ganze und kommt dann durcheinander. Deswegen jedes Mal, bevor ich einen Eimer wegbringe, notiere ich mir das hier, und zwar die Literzahl, einfach nur die Zahl. So, in dem Fall wäre es eine 8. Und beim nächsten streiche ich das durch, addiere das, bis ich dann auf meine 45 Liter komme. So komme ich dann auch nicht durcheinander. Ja, mit meinen hochgradig geeichten Messinstrumenten weiß ich jetzt, dass natürlich auf den Milliliter genau 45 Liter aus diesem Becken entfernt wurden. Und verglichen mit meinen professionellen Berechnungen entspricht das ungefähr 1/3 der Wassermenge innerhalb dieses Beckens. Nicht wirklich. Also ich habe circa 45 Liter entfernt, und
Nach meinen Berechnungen und Schätzungen dürften das in etwa ein Drittel der Wassermenge sein. Entschuldigung. Und das sollte eigentlich ausreichend sein. Ist sogar vielleicht sogar ein bisschen zu genau. Man braucht es nicht so sehr genau für die Berechnung des Bittersalzes und des anderen Zusatzes des Wasseraufbereiters, was ich dann nehme. Aber ich konnte nicht umhin, ein 1,45 Euro 10 Liter Eimer als hochprofessionelles Messinstrument zu bezeichnen. Ja, das mache ich dann also, und nach Adam Riese und Eva Zwerg habe ich dann also mindestens 50% Wasserwechsel die Woche. Und ich weiß jetzt nicht, ob es allein der Wasserwechsel ist oder andere Sachen, die ich da mache, die dort passieren im Aquarium. Es ist halt so, die Algen sind definitiv auf dem Rückzug. Und Klopf auf Holz. Ja, das war jetzt meine Stirn. Aua. Ich hoffe, dass es dann auch so bleibt und eher besser wird als schlechter. So, dann zeige ich euch noch mal hier einen Haufen Grün. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. So sieht der Wassernabel aus, wenn er dann auf die Hölzer fällt. Ja, jetzt sind wir in einem anderen Raum hier. Nicht wir, sondern ich. Hier mache ich so alle möglichen Sachen, und jetzt werde ich mal hier die Watte zuschneiden. Ja, hier habe ich also die Watte, die ich mir geholt habe. Das hier nehme ich mal so als Schablone. Also nochmal, Watte muss nicht wirklich hundertprozentig genau geschnitten werden. Die lässt sich sowohl dehnen als auch zusammenpressen. Und wenn die mal, ob die jetzt 9x9 oder 12x12 oder sonst wie geschnitten ist oder 9x12, ihr bekommt die in den Filter rein. Ich habe jetzt schon so unterschiedliche Größen geschnitten. Ist kein Problem. Ich nehme das hier nur so als Ansatz. Dann nehme ich eine Schere. Ich habe es mal mit einem Cutter ausprobiert, aber das lief nicht wirklich gut. Also schneide ich das jetzt mal. Ich schneide also nie mehr als einen Streifen, außer jetzt für diesen Zweck. Ich habe zwar noch zwei übrig, aber normalerweise schneide ich mir immer einen Streifen zurecht, und den kann ich nochmal in drei einzelne Teile nochmal zurechtschneiden. Das reicht dann auch aus. Hier meine drei Filtereinsätze, und wie ihr seht, hier ist noch jede Menge drin. Ich habe es noch nicht ausgerechnet, aber es ist einiges. So, wenn ich die jetzt fertig habe, brauche ich ja immer nur ein, und die übrig bleiben, damit die nicht überall rumflusen und so weiter, nehme ich ganz einfach hier so einen Ziploc-Beutel und packe die allerdings einzeln rein, weil ich hatte das schon mal so, dass ich mehrere zusammen hatte. Die haben sich so verfuselt, dass ich dann hinterher sogar tatsächlich zwei in den Filter getan habe. Was überhaupt kein Problem ist, kann man auch machen. Aber ich mache das jetzt immer so, dann brauche ich zwei von diesen Tüten für die Reserve, und eins kommt in den Filter. Ja, so sehen die dann aus, wenn die verpackt sind. Ja, wegen der Vollständigkeit, damit man das mal sieht. Nachdem man die Filterwatte zugeschnitten hat und jetzt tatsächlich der Wasserwechsel ansteht, nehme ich die jetzt und wasche die mal mit handwarmem Wasser durch. Das Ding dient eigentlich nur der mechanischen und nicht der biologischen Filterung. Also hier ist überhaupt kein Bedarf, zumindest aus meiner Sicht, hier Aquarienwasser oder sonst etwas zum Durchwaschen zu nehmen. Ich möchte aber nicht, dass ich das jetzt auf irgendeine Fläche packe, wo vielleicht hier Seifenrest oder sonst was ist. Daher nehme ich hier meinen Messbecher, der nur fürs Aquarium ist, und lege es erstmal da rein. Weil jetzt müssen wir erstmal die Filtermedien aus dem Filter rausholen. Jetzt sind wir wieder zurück am Becken. Und jetzt ist natürlich der Balken hier total falsch positioniert, weil ich da gar nicht an Filter rankomme. Also nehme ich den einfach ab und lege den ein bisschen beiseite, hier schräg ab. Das ist überhaupt kein Problem. Der hält und da passiert auch nichts weiter. Als nächstes muss ich natürlich an die Filtermedien rankommen. Also nehme ich die Abdeckung ab. Und eine schöne Ablage dafür hat sich auch Juwel ausgedacht. Hier den Mittelbalken einfach drauf ablegen.
dann ist man schon mal erstmal fertig. Was mir jetzt noch im Weg ist, ist der CO2-Schlauch. Den hebe ich ein bisschen beiseite raus. Ja, und jetzt kommt ein alter Bekannter ins Spiel, nämlich die Schüssel, die ich auch genommen habe, um die Pflanzenreste hier einzusammeln während des Gärtnerns, weil ich möchte jetzt hier natürlich die Sauerei so gering wie möglich halten. Ich nehme jetzt mal den oberen Teil raus von dem Filter. So, da haben wir jetzt hier die oberen Filtermedien, kann ich direkt hier reinpacken und kann es jetzt problemlos transportieren. Ich zeige euch das mal so. Da seht ihr, in den vergangenen Wochen war es komplett braun. Es wird also immer besser. Ja, sind ein paar Pflanzenreste noch da drauf, gerade jetzt natürlich auch die Regenschirmsimse. Aber damit gehen wir jetzt mal wieder in die Küche. Mit so einer Schüssel kann man natürlich Riesengaus bezüglich Schmutz oder Wasser, wo man es nicht haben möchte, gut im Zaum halten. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ich nehme einfach die Filterwatte ab und lege sie erstmal hier in mein Waschbecken. So, die neue Filterwatte kommt drauf und dann sind wir eigentlich schon fertig. Ich gucke nur noch mal nach, ob sie überall groß genug ist, und kann jetzt damit wieder zurück zum Becken und das Ganze wieder einfüllen. Na, das ist ja mal ein Blickwinkel, ne? Die unteren Filtermedien in dem unteren Korb, die brauchen so gut wie gar keine Pflege. Das heißt, ich werde demnächst wieder reinschauen, wenn ein Monat seit dem letzten Mal um war, ist es aber noch nicht. Also packen wir das jetzt wieder rein, die Schüssel wieder hier rüber, nehme ich das und schaue mal nach, ist ein bisschen verrutscht, kleinen Moment. So, jetzt kann es losgehen, ich packe das also da rein. Einfach reinstecken, runterdrücken. So. Und was ich jetzt mache, ich drücke hier noch ein wenig die Ecken runter von der Filterwatte, weil egal wie die geschnitten ist, man kann jetzt noch ein bisschen hin und her drücken, also nur leichten Druck. Und damit ist es dann ringsherum, naja, ich will jetzt nicht sagen dicht, aber die Filterwatte, die ist jetzt ringsherum wirksam. Ich hole mal eben den Deckel, weil der kann jetzt wieder drauf, weil wir sind mit der Filterwartung eigentlich schon durch. Das geht relativ zügig. Was ich jetzt auch noch machen kann, ist den Balken wieder da hinlegen, aber bevor ich das mache, erstmal den CO2-Schlauch wieder da hinlegen, den Balken wieder drauf. Und jetzt können wir wirklich sagen, wir sind mit der Filterwartung durch. Na Menno, was da so alles passiert. Jetzt habe ich den Filterbalken wieder draufgelegt, aber wir müssen ja noch befüllen. Dafür brauchen wir hier jede Menge Platz. Das heißt, ich werde den Filterbalken wieder hier auf die Seite legen und versuche hier die ganze Hälfte frei zu halten. Manchmal lege ich den auch ganz an der Seite, aber ich zeige euch das mal, das hält. Der fällt hier nicht runter. Ich kann den da liegen lassen und habe auch noch ein bisschen Licht und ich habe jetzt diese Seite hier vollkommen frei zum Befüllen. Hier noch etwas zu der Gießkanne. Die habe ich, oder vielmehr den Ausguss, den habe ich ein klein wenig gepimpt. Ja, könnt ihr es sehen? So müsste es gehen. Da habe ich auch Filterwatte reingepackt. Das heißt, dass wenigstens die gröberen Partikel dort ein bisschen aufgehalten werden und funktioniert eigentlich einwandfrei. Damit der Ausgießer nicht aus Versehen abgeht, es wäre eine Katastrophe, wenn ich beim Befüllen der Ausgießer auf einmal abfällt, weil durch die Filterung, wenn die nass ist, wird er natürlich ein bisschen schwerer. Das könnte also passieren und dann würde ja der komplette Wasserstrahl einfach reingehen, was jetzt nicht, was eigentlich suboptimal ist. Deswegen habe ich den hier nochmal mit Panzerband gesichert. Da passiert dann eigentlich gar nichts mehr. Achtung, das ist jetzt nicht für jeden gleich geeignet. Das ist jetzt nur auf meine Bedürfnisse zugeschnitten, was ich brauche, um das Wasser wieder einzufüllen. Das ist einmal die Gießkanne, wie ich die gepimpt habe, das habe ich euch ja gerade gezeigt. Dann haben wir hier das Bittersalz, das brauche ich, weil mein Magnesium-Calcium-Verhältnis nicht hundertprozentig ist. Hierbei muss ich sagen, es gibt da die Möglichkeiten zwischen 1:2 bis 1:4 das Verhältnis zu haben. Also man muss nicht wirklich so wahnsinnig genau messen.
Ich habe die Möglichkeit, ich habe hier nochmal die Münzwaage, die mir die Möglichkeit gibt, ziemlich genau zu messen. Und dann brauche ich dann einen Löffel und von meinem Wasseraufbereiter, den ich hier habe, nehme ich den Messbecher und mache das, zeige ich euch. Das hier nehme ich zum Vormischen. Ich mag es gerne, wenn ich mein Bittersalz vorher nochmal umrühren kann, bevor es dann von dem Vormischbehälter in den Füllbehälter kommt und dann ins Becken. Ist vielleicht ein bisschen viel, aber so mache ich es halt. Also fangen wir mal an. Ach ja, und mein Handy brauche ich noch. Ja, das ist jetzt die Vorbereitung für die normale Wasserfüllung in die Gießkanne hinein. Hier habe ich auch wieder einen Strich gemacht, wie ihr hier seht. Das ist also meine Füllhöhe. Ich habe ein bisschen Try and Error gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob man auf dem Video sieht. Hier sind 15 Sekunden eingestellt. Ich habe bei mir einen Durchlauferhitzer und mit einer Einhebemischbatterie eine vernünftige Temperatur im handwarmen Bereich einzustellen, und zwar auf Dauer, ist nahezu unmöglich. Aber wenn ich 15 Sekunden lang hier auf volle Pulle heiß mache, danach auf kalt umstelle und bis zu dieser Marke auffülle, dann habe ich circa 23 bis 24 Grad. Und das ist genau die Temperatur, die ich für mein Becken benötige. Also machen wir das mal. Hier 8 Liter drin. Ihr habt gesehen, ich muss hier von der Seite reinlinsen, weil die ist halt nicht so sehr durchsichtig, die Gießkanne. Aber jetzt wieder ab zum Becken. So, dann schauen wir mal, wie die Fische auf diesen Regenguss reagieren werden. Ihr konntet ja vorher nicht sehen, wie es ist ohne Filterwatte. Gut, ich habe jetzt in der Mitte ein klein bisschen Plümper, aber im Großen und Ganzen ist die Flussgeschwindigkeit nicht mehr so hoch. Ist auch normal, das Wasser hat mehr Widerstand. Und eigentlich bin ich da ganz zufrieden mit. Bis auf den Plümper in der Mitte halt. Mal gucken, vielleicht mache ich da noch was. Plümper, Plümper, Plümper. Ich bin jetzt an dem Punkt angereicht, wo ich per Gießkanne jetzt ca. 32 Liter ins Becken wieder eingefüllt habe. Der Vorteil, den ich jetzt habe, dass ich bei der aktuellen Füllhöhe schon die Pumpe wieder einschalten kann. Ja? Die könnte trocken laufen, deswegen schalte ich sie erst ein, bevor ich wirklich die fünfte Kanne dort eingieße. Weil dann bin ich auf Nummer sicher, dass sie ganz bestimmt nicht mehr trocken läuft. Aber jetzt kommt natürlich der alchemistische Teil, weil in der fünften Kanne packe ich dann die Zusätze rein, die ich jetzt nehme. Wenn ihr einen Wasserwechsel macht, wo ihr keine Zusätze braucht, ist der Teil hier, ja, ich haue gerade die Kamera um, ist der Teil völlig unnötig. Wenn ihr Zusätze habt, dann achtet darauf, dass ihr die nach den Anleitungen und so weiter benutzt, die bei den Produkten dabei sind. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich benutze tatsächlich außer Bittersalz und dem Wasseraufbereiter während des Wasserwechsels gar nichts. Ja, ja gut, Wasser, okay. So, bei dem Wasseraufbereiter, den ich habe, ist hier so ein kleiner Becher dabei. Und wenn ich jetzt natürlich den Wasseraufbereiter da reinmache, ist das feucht. Also nehme ich den jetzt schon, um das Salz abzuwiegen. Entschuldigung, falls von euch das jemand irgendwann mal machen möchte, zeige ich das mal hier. Es ist eigentlich relativ einfach, man macht die Waage an, wartet ein wenig, jetzt zeigt sie mir 0 an, ich mache den Behälter drauf, drücke auf Tara, habe dann wieder 0 und jetzt kann ich die Menge an Salz dort reinbringen, die ich möchte. Achtung, bei den kleinen Mengen richtig vorsichtig sein, zumindest wenn ihr sehr genau sein wollt. Wie gesagt, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber wenn man die Möglichkeit hat, so genau zu sein, tja, dann nutze ich das auch. So, ich brauche ungefähr 3,2, jetzt habe ich hier 3,26 Gramm
Ja. Das ist dann für mich eigentlich im Rahmen. Das heißt, ich bin mit dem Bittersalz fertig. Ich werde jetzt mal werde das hier reinschütten in meine Vorhermischung und hier diesen Wasseraufbereiter. Da steht dann extra dabei, ich muss hier noch ein bisschen schütteln. Das mache ich jetzt mal und dann kommt der auch rein. So, hier habe ich jetzt die Menge an Wasseraufbereiter, die ich laut Anleitung benötige für diesen Wasserwechsel. Pack das in diese Vormischung und sprühe nochmal auch hier drin und den Becher ein klein wenig aus. Und dann brauche ich den auch schon nicht mehr. So, überall liest man, Bittersalz löst sich sofort im Wasser auf. Ich habe die Erfahrung gemacht, ja, also entweder habe ich anderes Bittersalz oder bei mir funktioniert es nicht so einwandfrei. Aber dafür habe ich ja meinen Löffel. Und deswegen, weil ich das schon hatte, dass das Salz bei mir auf der Wurzel lag, als ich es eingefüllt hatte, habe ich mir gedacht, gut, dann nimmst du hier halt meinen Messbecher als zum Vormischen, weil hier kann ich vernünftig drin umrühren. Ich habe nicht so einen großen Löffel für das ganze Aquarium und hier komme ich so schlecht mit einem Löffel rein. So, das sollte aber mehr als ausreichend sein. Der kann jetzt ins Spül. Und hier habe ich schon ein bisschen Wasser eingefüllt, das heiße Wasser und ein bisschen kaltes. Da fülle ich jetzt praktisch diese Mischung auch noch mit dazu. Und fülle den jetzt auf 8 Liter auf, der wird auch noch eingefüllt und das zeige ich euch dann nochmal, weil das die letzte Füllung ist, da ist noch eine kleine Besonderheit. Tja, alle die jetzt kein Juwelbecken mit Juwel-Innenfilter haben, können abschalten, das betrifft nur die Leute, die einen Juwel-Innenfilter haben. Über andere Filter oder Pumpensysteme kann ich jetzt leider nichts sagen. Ich habe in meinem Rio 180 festgestellt, wenn der Wasserspiegel hier, man kann es dann hier sehen, den Ausgang hier der Pumpe komplett übersteigt, dann funktioniert die eigentlich. Ja? Es kann sein, dass sie mal zwischendurch trocken läuft, ist aber eher weniger der Fall. Zumindest läuft sie erstmal ein paar Sekunden. In meinem Fall ist das vollkommen ausreichend, weil ich habe schon die Gießkanne mit weiteren 8 Litern hier stehen und danach läuft die hundertprozentig durch. Und dann brauche ich nur noch, in Anführungsstrichen, das Becken auffüllen bis auf die Füllmarke und bin mit dem Wasserwechsel eigentlich durch. Ja, ich habe euch gerade gezeigt, das ist jetzt dieses Mischwasser, was ich da habe. Und deswegen mache ich das halt so, weil ich habe es gerne, dass es sofort vermischt wird, wieder mit dem anderen Wasser. Und dann kommt es mir natürlich entgegen, dass ich vorher schon die Pumpe einschalten kann. Und das werde ich jetzt machen und auch die Heizung. Jetzt habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass es immer noch plümpert, weil ich habe noch nichts geändert an dem Ausguss. Ich hatte den vorher schon mal etwas anders gehabt und da hat es nicht geplümpert. Das werde ich wieder machen. Ich weiß, woran es liegt. Da ich da das Video drüber gemacht habe, wie ich das pimpe, und ich hatte das vorher schon gepimpt, habe ich noch ein bisschen Filterwatte mehr reingetan. Das war dann wohl doch ein bisschen zu viel. Also nur locker befüllen. Dadurch hat man einmal eine Filterwirkung und natürlich auch, dass der Durchfluss reduziert wird. Aber das mit dem Plümpern hier, das gefällt mir gar nicht. Das heißt, beim nächsten Wasserwechsel oder vor dem nächsten Wasserwechsel werde ich die wieder repimpen und ein oder zwei von den Stücken da rausnehmen, so dass dort die Filterwatte wirklich nur locker drin liegt. Ich glaube, wir sind mit dem Wasserwechsel an sich, sind wir erstmal durch. Jetzt habe ich schon meine Behälter wie den Eimer, die Gießkanne, Messbecher, Schüssel und so weiter und so fort, was ich bis jetzt hatte, habe ich erstmal weggelegt zum Trocknen und das mache ich jetzt auch mit den Handtüchern, die ich benutzt habe. Die jetzt nicht wirklich trocknen müssen. Und die ich nur immer beiseite gelegt habe, man weiß ja nie, ob man zwischendurch noch mal braucht, die kann ich dann jetzt auch alle in den Schrank packen. Tücherbehälter trocknen, alles was trocken ist, ist weggeräumt. Da war doch noch was. Ah,
wir müssen das Becken noch in den Originalzustand wieder versetzen oder in den Ursprungszustand. Und das mache ich dann jetzt mal. Ja, fast fertig. Was jetzt noch fehlt, ist zu überprüfen, wenn wir die CO2-Anlage manuell ausgeschaltet haben, wieder die Zeitschaltuhr zu aktivieren. Brauche ich nicht, habe ich nicht gemacht. Wenn ich die Beleuchtung manuell angeschaltet habe, habe ich gemacht, muss ich jetzt wieder auf meinen programmierten Modus umschalten. Könnte ich jetzt machen, mache ich aber nicht, weil ich möchte jetzt noch ein paar Sachen zeigen. Und zwar fangen wir mal an mit dem Auswirkung der Befüllung. So, falls sich jemand die Frage stellt, ist jetzt der Bodengrund aufgewirbelt, weil ich ja mit der Gießkanne einfach sozusagen volle Pulle reingehalten habe. Und hier ist dann der Boden, der wirklich unterhalb der Füllstelle ist. Und nein, er ist nicht aufgewühlt. Es sieht alles gut aus. Das Einzige, was passiert, der Mulm, der sich irgendwie auf Blätter oder sonst was legt, der wird dann auch nochmal abgespült, also eher positive Wirkung. Die nächste Frage, die man sich stellen könnte, wenn ich so das Wasser einfülle durch diese ganze Oberflächenbewegung, treibe ich da nicht CO2 aus? Ich denke ja, aber das nicht über einen langen Zeitraum. Und wie ihr seht, es ist immer noch dunkelgrün. Erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass sich in den nächsten Stunden, wenn die CO2-Anlage läuft, sich das wieder einpendelt und dann habe ich auch wieder den CO2-Gehalt, den ich wunschgemäß auch eingestellt habe. Im Nachhinein finde ich es eigentlich immer ganz toll, so zweimal die Woche für einen kurzen Zeitraum den Bewohnern einen kleinen Regenguss zu gönnen. Ich denke, zu Hause haben sie den auch. Die werden ihn wahrscheinlich auch nicht vermissen, aber so wie es aussieht, schadet es auch nicht. Hier ist die einzige Stelle, wo ich dann tatsächlich von Hand nochmal eingreifen muss. Also nach dem Befüllen liegen die ein wenig flach und weiter runter. Ich habe jetzt leider verpasst, das zu filmen. Ich stelle die dann von Hand wieder ein bisschen auf und dann sieht es eigentlich wieder ganz hübsch aus soweit. Ja, nach dem kleinen Resümee nochmal ein kleiner Abschluss. Wir sind noch in der Mittagspause und sind auch innerhalb der Mittagspause angefangen. Ein paar Kleinigkeiten habe ich im Vorfeld gefilmt. Muss allerdings sagen, dass dieses Video mir besonders viel Spaß gemacht hat. Ich bin selber meine Sachen nochmal durchgegangen. Ich habe jetzt an der Gießkanne zum Beispiel gemerkt, aha, dass das mit dem Pimpen, ich habe da doch zu viel Watte reingetan. Es hat mir jetzt auch geholfen und ich hoffe, es hilft euch auch ein wenig und wenn es nur zur Unterhaltung dient. Ansonsten, wenn irgendwelche Fragen sind, werde ich für, weil man vergisst ja immer was, ist ja halt so, ne? So ein Drehbuch gibt es gar nicht, da müsste ich ja ein Jahr lang vorbereiten und dann für anderthalb Stunden Film. Komische Ideen gehen durch den Kopf. machen wir nicht. Nein, das ist jetzt der Abschluss. Wenn was ist, ruhig mal fragen. Gar kein Ding. Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten. Und ansonsten bleiben dann nur noch die Impressionen. Da müssen wir aber warten, bis er nicht wieder an ist. Und ich sage schon mal Tschüss, euer Detlef.